Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grim Fandango mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge endlich eine ordentliche Kundin bekommen, so scheint es zumindest mal. Die Lösung des Rätsels war deutlich einfacher, als ich sie mir gedacht hatte. Naja, LucasArts eben. Und jetzt wollen wir mal gucken, weil mit der scheint irgendwas nicht zu stimmen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir da... Ob da irgendjemand... Tut mir leid, falls ich Sie enttäuscht habe, Manny. Nein, sie hat mich nicht enttäuscht. Ich will nur wissen, was da jetzt schiefgelaufen ist. Jetzt wollen wir mal gucken. Ah, meine gute alte Tür. Dominos Tür ist verschlossen. Okay. Irgendwas ist hier faul. Uppala. Hey, Klappergestell! Hey. In mein Büro! Sofort! Oh, oh. Sie haben Firmeneigentum mutwillig beschädigt, um so an vertrauliche Unterlagen heranzukommen, um dann mit ihrem illegal umgebauten Wagen und ihrem nicht registrierten Fahrer Domino gegen die Karre zu fahren. Alles nur, um ihm seine rechtmäßig zugeteilte Klientin zu stehlen. In dieser Abteilung ist gar nichts rechtmäßig. Sie geben Domino alle guten Kunden. Manny, jetzt schäme ich mich wirklich für Sie. Sie haben die ganze Abteilung in Verruf gebracht. Ich werde die Dame hereinrufen, damit sie sich bei ihr entschuldigen kann. Eva? Miss Colomar, bitte. Sie ist vor etwa 15 Minuten gegangen, Sir. Sie meinte, sie hätte noch einen langen Marsch vor sich und würde lieber losgehen. Marsch? Sie hat ein Ticket für Nummer 9. Warum glaubt sie, zu Fuß gehen zu müssen? Das oh mein Gott. Das war das beste Angebot, das ich hier machen kann. Ist dir jetzt klar, warum Domino alle guten Kunden kriegt? Diese Frau war eine Heilige, eine sichere Kandidatin für ein Doppelendticket. Und nur weil sie zu blöd waren, richtig hinzusehen, muss sie zu Fuß gehen, da draußen. Ganz allein, auf sich gestellt im versteinerten Wald, mit all den Dämonen und völlig schutzlos. Ist das ihr Lohn für ein Leben voller Entbehrungen und Wohltätigkeit? Ihre Zukunft, versaut von einem übereifrigen Kerl, der nur Augen für eine fette Provision hatte. Rein mit ihnen und bleiben sie da, bis die Jungs von oben entschieden haben, was mit ihnen geschieht. Jemand wird dafür bezahlen müssen, Calavera. Und das werde nicht ich sein. Mann, ich glaube, der Domino hat uns ganz schön in die Scheiße geritten, auf Deutsch gesagt. Was haben wir noch alles dabei? Ach, immer noch nur den Schrotter. Okay. So, gucken wir uns mal um. Ich kann da draußen niemanden sehen. Was haben wir denn noch? Hey, ist da jemand? Wer ist denn da? Nun, Manuel, hast du über deine Tat nachgedacht? Wer ist das? Wer ist da? Ich bin du, oder besser, ich war vor Jahren wie du. Schön, aber momentan bin nur ich, also verschwinde. Okay, was ist das für ein Typ? Ich will mich erstmal umgucken. Wir quaken später mit Verzieh ihm. Verzieh dich, du Speichellecker. Hab keine Lust auf dein Geschwafel. Ich sehe, dass du noch sehr aufgebracht bist, mein Freund. Ich komme wieder, wenn du wieder klar im Kopf bist. Okay, würde ich auch sagen. Ich kann da draußen niemanden sehen. Das ist ein Spender für etwas, das Philodent heißt. Philodent? Was passt? Was? Cremig wie Softeis. Aber dem Geruch nach zu urteilen, ist es eher Spachtelmasse. Okay, vielleicht hilft uns das hier was. Irgendwann mal. Was bist du? Das ist gar nichts, das ist auch nichts. Das ist ein Spender für etwas, das Philodent heißt. Das ist ein Spender ja, für etwas, ja, das ja, Ja, wir klicken das mal weg. Na gut, dann muss ich wohl mit dir reden, mein Freund. Der Kalender ist übrigens ziemlich cool. Hey, Wache! Wie fühlt sich mein kleiner Graf von Monte Cristo? So, jetzt mal im Ernst. Wer bist du? Nein, im Ernst. Wer bist du? Ich bin ein Mitgefangener, mein Freund. Kann sein, aber deine Zelle ist viel größer als meine, Kumpel. So, ja, das ist mal gut. Was werden Sie mit mir anstellen? Ich will dich ja nicht nervös machen, Calavera. Aber hast du schon mal jemanden sprießen sehen? Zu solchen Partys gehe ich nicht mehr.
Die Frage ist erstmal wichtig. Was meinst du mit Sprießen? Dann weißt du also nicht? Es gibt nichts Grausigeres als den Stich des Sprießers. Sein tödlicher Stachel treibt die grüne Pest durch jede verknöcherte Pore deines Körpers. Bis du wurzeldurchsetzt und von Gras bedeckt bist, das immer kräftiger und saftiger wächst. Du platzt auf und treibst Blüten, die dich in ein duftendes Bouquet aus Schmerz und Leiden verwandeln. Und du schreist, bis dein Mund sich mit Blüten und deine Nasenöffnungen mit Dornen füllen. In deinen Augen sammelt sich Nektar. Und dann bist du nichts weiter als ein buntes Blumenbeet, um das die Hummeln summen. Bist du fertig? Ja. Nein, habe ich noch nie gesehen. Schön. Ja, die Frage ist auch gut. Ich überlege gerade, wie ich hier am besten rauskomme, bevor ihr reinkommt. Der einzige Weg hinaus, Manuel, führt hinein. Wenn du der Dienststelle immer noch treu ergeben bist, dann bekenne dich dazu. Vielleicht hört das Management dich und nimmt dich wieder in seine Obhut. Ja, aber, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Wohin das Management seine Obhut steckt... Oh Gott, ja. Ja, das fragt, sag mal einfach mal, weil ich Spaß drauf habe. Weißt du, wohin sich das Management seine Obhut stecken kann? Du musst dich schon mehr anstrengen, Manuel. Die Loyalität eines Mannes bestimmt sein Schicksal. Ja, Die DOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Das würdest du tun? Das könnte der Behörde eine Menge Ärger bereiten. Ja, aber diesen Sumpf der Korruption will ich austrocknen. Och, das klingt wieder so... Naja. Ich werde diesen Sumpf der Korruption austrocknen. Junger Mann, du bist ein Feind der DOD. Willkommen im Club. Salvador Limones mit Gast. Wohin bringst du mich? Ach, was sind wir hier? Zum Hauptquartier des ZVS. ZVS? Das Zentralkomitee verlorener Seelen. Wir sind nur wenige, Manuel, aber wir suchen stets nach neuen Rekruten. Wo sind wir denn jetzt gar gelandet? Um was genau zu tun? Du musst unserem Nachrichtendienst helfen. Eva kennst du ja. Manny? Ich war einst ein Sensenmann wie du, Manuel. Doch dann habe ich in unserer geliebten Dienststelle ein Netz der Korruption entdeckt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Abteilung die Seelen, die ihr anvertraut werden, betrügt. Ich fürchte, jemand stiehlt die Zukunft jener armen, naiven Seelen, sodass sie keine andere Wahl haben, als allein und schutzlos den trügerischen Pfad der Tränen zu begehen. Schutzlos und allein. Wie Babys, Manuel, wie Babys. Hast du Beweise? Und genau hier kommst du ins Spiel, Manuel. Oder soll ich Agent Calavera sagen? Manny reicht völlig. Ich will keiner militärischen Organisation beitreten, Sal. Ich will nur meinen Job zurück, damit ich meine Zeit hier abarbeiten kann. Nun, ohne meine Hilfe kommst du nicht einmal aus der Stadt. Das wiederum bedeutet, dass du diese Frau niemals finden wirst. Und somit hast du auch keine Chance, deinen Job zurückzubekommen. Überleg's dir. Wir könnten einander sehr nützlich sein. Okay, jetzt wird's interessant. Was haben wir denn hier? Wo geht es dahin? Zu einem Geheimgang, der aus der Stadt herausführt, aber eröffnet sich nur für Mitglieder des ZVS. Tja, jetzt müssen wir hier irgendwie von A nach B, oder was? Das Alter Ego der Sekretärin meines Chefs. Ich bin's nur, Schätzchen. Tja. Anscheinend. Die muss jetzt mal ein bisschen mit uns reden. Eva. Du bist also nicht wirklich Sekretärin. Ich bin eine Spionin, Manny. Na, diese Zeitarbeitsvermittlung benutzen wir bestimmt nicht mehr. Die Frage ist... Fragt Copal sich eigentlich nicht, wo du bist? Don und Domino haben sich mit einem ihrer ach so wichtigen Vorgesetzten aus der Stadt in Dons Büro eingeschlossen. So ein Fettsack mit einem Fes. Wer ist dieser Dickwanst? Und welche Rolle spielt er in diesem düsteren Puzzle? Depp. Ach, nee. Wie lange bist du schon Spionin? Salvador hat mich vor etwa einem Jahr rekrutiert. Ich konnte ihm nicht widerstehen. Er ist so edelmütig. Oh je. Kein dummer Spruch von dem, bitte? Naja. Irgendwelche Nachrichten für mich? Ja,
Mach mit oder stirb. Aber ich bin doch schon. Nochmal. Ach nee. Ja, wir sind schon einmal gestorben. Die Frage ist, was passiert, wenn wir jetzt nochmal sterben? Woran arbeitest du da gerade? Ich versuche, dieses Funkgerät zu reparieren, damit wir es im Feld benutzen können. Aber es sieht ziemlich hoffnungslos aus. Salvador hat recht. Wir brauchen gute, altmodische Brieftauben, um mit unseren Agenten in Kontakt treten zu können. Ihr habt da draußen Agenten? Nein. Im Moment sind da nur Sal und ich, Manny. Aber eines Tages... Ja, aber wir müssen irgendwie hier weg und so. Eva, hilf mir zu fliehen. Die Bremen ist fertig und ersprießen mich. Du kannst nicht gehen, Manny. Wenn wir herausfinden wollen, was da vor sich geht, benötigen wir Zugriff auf das Computernetz der DOD. Und Zugang bekommen wir nur über einen Verkäufer wie dich. Der Computer überprüft den Benutzer, wenn er sich einloggt. Und wie macht er das? Über meine Fingerabdrücke? Ich hab keine. Ja. Deine Zähne, Manny. Hast du noch nie bemerkt, dass dein Gebiss gescannt wird, wenn du dich einloggst? Ich hab das für statische Entladungen gehalten. Wir brauchen deine Zähne, Manny. Wir können dich nicht gehen lassen. Tut mir leid. Du willst mir also nicht hier raushelfen? Dir schon, aber nicht deinen Zähnen. Denk darüber nach. Okay. Was haben wir denn hier noch alles Hübsches? Das ist ein Diaprojektor. Ne? Manuel, ich wollte mir das gerade ansehen. Ist ja gut. So, was haben wir denn da? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, Manuel. Noch nicht. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht, Manuel. Ja. Okay. So, was sagst du denn? Salvador scheint sich zu konzentrieren. Ich hab zu tun, jawohl. Mach die Tür auf, Sal. Ich habe noch zu tun. Heißt das, dass du bei uns mitmachen wirst? Da ist mir was entgangen, glaube ich. Da ist mir wohl etwas entgangen. Hast du dich noch nie gefragt, warum nicht einmal deine besten Kunden für die Arrangements in Frage kommen, die sie verdient hätten? Doch, besonders bei meiner letzten Kundin, Metsche. Nun, sie kamen alle in Frage, Manuel. Sie ganz besonders. Aber irgendwie stiehlt ihnen irgendjemand mit Zugang zu den Akten ihre rechtmäßige Belohnung, ihre Zukunft im Jenseits. Ihre Tickets für Nummer 9. Precisamente, amigo. Und was... Ja, genau, das ist die richtige Frage. Und was passiert dann mit den Tickets? Ein Fahrschein für die Nummer 9 ist wie pures Gold, Manuel. Besonders für jemanden, dessen Akte zum Zeitpunkt seines Ablebens alles andere als makellos war. Irgendjemand hier profitiert von denen, die sich ihre Fahrt in den Himmel erkaufen wollen. Er hat ja am Anfang gesagt, es geht um das Geld, mit dem sie begraben worden sind. Das wollen die wahrscheinlich, oder? Aber Geld hat hier keine Bedeutung mehr. Wir wollen doch alle nur raus. Du willst raus, Manuel, und ich werde es eines Tages auch wollen. Aber diese Welt ist alles, was manche noch bleibt. Also suchen sie hier in der achten Unterwelt Glück und Erfüllung. Und dafür braucht man selbst hier Geld. Aha, und was... Und was willst du dann von mir? Ich werde eine Untergrundbewegung aufbauen, um das Unrecht in El Morro zu bekämpfen. Je weiter sich das Zentralkomitee verlorener Seelen ausbreitet, desto wichtiger wird die Kommunikation werden. Wir brauchen Boten, denen wir vertrauen können. Genau. Du willst, dass ich euer Bote werde? Nein, Manuel. Wir sind wenige und unsere Agenten zu wertvoll, um solch gefährliche Tätigkeit zu verrichten. Die Vergangenheit lehrt uns, dass nur ein Bote einer Sache wie unserer dienen kann. Brieftauben. Wenn ich dir ein paar Tauben vom Dach hole, darf ich dann gehen? Nein, ich muss sie von Geburt an ausbilden, Agent Calavera. Du musst mir ihre Eier bringen. So, okay, also das heißt... Du hältst mich hier fest, weil du Eier brauchst? Warum stehst du noch hier rum, Calavera? Besorg mir eine Luftwaffe, ehe sie schlüpft. So, das muss an Informationen genügen, Soldat. Viva la Revolution! Mann, ey, das soll man gefälligst selber Eier haben. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Nachrichten an Ballons zu knoten? Ich kann jede Menge besorgen. Tauben, Manuel, bring mir ihre Eier. Okay. Viva la Revolution! Na gut, was haben wir denn hier noch? Dieser Computer ist abgeschaltet. Wir haben das Ding, seitdem es ausgemustert wurde. Aber wir haben es noch nicht ans Laufen gebracht. Aber wenn wir soweit sind, dann brauchen wir dich, um in das System zu kommen. Bis dahin bin ich längst weg. Das wird sich zeigen, Manuel. Dieser Computer ist abgeschaltet. Na gut,
Dann brauchen wir jetzt Brieftauben. So. Dann fahren wir mal eine Etage höher. Ich weiß ja schon, wo wir da hinkommen. Oder wie wir da rankommen können. So, so, so. Hier ist also das hier. So, dann müssen wir hier erstmal aufs Dach rauf. Und dann... frage ich mich, wie wir denn dorthin kommen, wo... hier brauchen wir irgendwie einen Weg rüber. Na, ist das toll. Die Vorhänge sind zu. Dom und Don sind wohl noch drin. Domis Büro ist leer. Können wir denn da rein jetzt? Ah, wir können bei Domino ins Büro einsteigen. Sehr hübsch. So, und jetzt will ich mal wissen, was der in seiner Schublade hier hat. Was zum... Sag doch da mal... Da drin leuchtet etwas. Ja, mitnehmen. Sieht wie ein leuchtendes Korallenstück aus. Okay. Sack mal erstmal ein. So. Nichts weiter drin. Okay, dann machen wir erstmal wieder zu. Können wir vielleicht seinen Rechner benutzen? Ich versuche mal, sein Passwort zu erraten. Nein, Goldjunge war es nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, wir trinken dir noch ein bisschen was von seinem guten Whisky weg. Ah, lecker, lecker. So, dann gehen wir hier mal wieder raus und schauen mal weiter. Jetzt brauchen wir hier Taubeneier. Mann, 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 Mann. Mist. Wo fliegen die denn hier jetzt rum? Ich höre sie links und ich höre sie rechts. Ja, das würde ich jetzt eigentlich auch tun. Das lose Ende eines Seils aus Krawatten. Ganz schön lang. Ah, okay, das können wir mitnehmen. So. Okay, das haben wir. Können wir das jetzt hier an die Leiter werfen? Nicht so ganz. Ich habe gerade so eine bekloppte andere Idee. Ach nee, ich wollte eigentlich den Sherlock Holmes haben und den... Das lose Ende eines Seils aus Krawatten. Ganz schön lang. Nee, das ging nicht. Okay, wenn wir das jetzt mitnehmen. Damit kann ich mich gar nicht mehr bewegen hier. Aha! So, jetzt brauchen wir... Was ist das jetzt eigentlich? Domino, ich gratuliere dir zu deinem neuen Job, Hector. Das sieht doch genau nach dem aus, was wir hier brauchen. Guck doch mal, wenn wir das jetzt hier mit ranknoten, müsste das Ding doch einen wunderschönen Enterhaken abgeben. Wenn Domino das wüsste... Ach komm, das Ding ist doch eh hässlich wie die Nacht. So, und werfen. Yay. Mann, wir sind gut. So, dann kraxeln wir hier mal dran hoch. Hey, Manny, du bist ja richtig sportlich hier. Und das auf der Höhe. Respekt, Respekt. Die Leiter führt zum Dach. So, dann schauen wir mal, ob wir da oben auf dem... Ja, wenn ich jetzt hier mal... Manny? Manny? Wo gehst du hin? Wieso kann ich hier nicht... Eieiei, der Abstieg ist sogar noch weniger spaßig. Ja, ich will aber hier rüber, Mann.
Wieso geht er nicht dahin, wo er hin soll? Manny? Manny? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Okay. So, jetzt klettern wir hier nochmal hoch. Und gucken, ob wir jetzt kommen wir da hinten hin. Sehr gut. So, aber ich würde sagen, wir gucken dann in der nächsten Folge, was sich da oben verbirgt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!